Erstes Kapitel: Wie man in Raganuga Bhakti Einlass findet. Tamal Krishna Maharaj: Du sagtest, du wirst heute über Raghavartma Chandrika sprechen. Du sprachst von einer Zusammenfassung. Srila Gurudev: Bevor ich mit dem Sri Raghavartma Chandrika beginne, bete ich zuerst zu meinem Gurudeva, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, und zu Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Dann bete ich zu Srila Rupa Goswami und Srila Raghunath Das Goswami und schließlich zum Autor Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Wir erbitten aufrichtig Ihre Gnade und besonders die Gnade Srila Vishwanath Chakravarti Thakurs. In diesem Raghavartma Chandrika erzählt uns Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, was er über Sri Sri Radha Krishnas Anurag, ihre immerwährenden frischen Gefühle intensiver Anhaftungen, verwirklicht hat. Anuraga ist die Stufe der Prema, die vor Mahabhav erscheint. Innerhalb von Prema kommt Sneha, dann Mana, Pranaya, Raga und dann Anuraga. Weiterführende Erklärungen in einem Anhang unter 1. Er beschreibt, dass er all dies durch die Barmherzigkeit von Sri Chaitanya Mahaprabhu und Srila Rupa Goswami verwirklichen durfte und fügt hinzu: Ich schreibe hier etwas für diejenigen Personen, die in der glücklichen Lage sind, eine heilige Begierde für diese Raga, in Klammer Anhang 2, in sich zu verspüren, doch den Pfad dorthin nicht finden zu vermögen. Dieses Buch wird ihr Begleiter sein, der Mondstrahl Chandrika, um den Pfad Vartma zu erleuchten, der zu der liebevollen Hingabe der Einwohner von Goloka Vrindavan führt. Raga. Dieser Pfad ist der Welt praktisch verborgen. In der Amavasya Ratri, der Nacht des Neumondes, wenn der Mond unsichtbar bleibt, ist die Nacht besonders dunkel. Es gibt einen schmalen Pfad, doch er liegt verborgen in der Dunkelheit. Wäre der Mond sichtbar, würde er seine Strahlen auf diesen Pfad werfen, um ihn zu offenbaren. Dieses Buch ist dieser Mondstrahl. Chandrika, der sein Licht auf den Weg der Raga, der spontanen, hingebungsvollen, liebenden Hingabe wirft. Daher heißt es Raga Vartma Chandrika. Wir sollten wissen, dass dieser Weg sehr schmal und nur für wenige hochqualifizierte Personen begehbar ist. Er ist nicht für alle. Obwohl Srila Vishwanath Chakravarti Thakur den Rat gibt, dass unqualifizierte Personen das Buch nicht lesen sollten, ist es tatsächlich keine materielle Eignung, die er damit meinte. Die einzige Qualifikation ist Loba, transzendentale heilige Begierde. In der Bhagavad Gita steht: Api chet sundar Charo bhajate mam ananya bhag. Eine Person mag voller Anarthas, schlechter Gewohnheiten und Gedanken sein. Wenn diese Person jedoch mit einem Raganuga-Bhakta zusammenkommt und unter der Führung des reinen Geweihten den 10. Kanto des Srimad-Bhagavatam hört und liest, kann er Anhaftung entwickeln und eine tiefgründige heilige Sehnsucht entwickeln, die gleiche Transzendentalstimmung wie die Vrijvasis zu entwickeln. Er kann sich von Sakya-Ras, der Freundschaft mit Krishna, angezogen fühlen, oder von Vatsalya-Ras, den elterlichen Liebesgefühlen für Krishna, oder von Madhurya-Ras, der Beziehung zu Krishna als einer Geliebten. Einfach durch das vertrauensvolle Hören aus dem Srimad Bhagavatam über die Beschreibungen der Stimmungen der Gopis
oder von Krishnas Vater und Mutter oder von Krishnas Freunden, mag jemand eine Sehnsucht entwickeln, in seinem Herzen solche hingebungsvollen Stimmungen wie die ihren zu erfahren. Jedoch beschreibt Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in seinem Raghavartmachandrika nicht die Sakya in Klammer freundschaftliche oder Vatsalya elterliche Bhav. Er präsentiert nur die Stimmungen der Gopis. Um die Bhav, die Stimmungen der Gopis zu erlangen, wird man spezifisch von einem Raganuga Bhakta über die Kapitel des 10. Kanto hören, in denen ihre Beziehungen mit Krishna beschrieben werden. Gopi Gita, Yugala Gita, Brahmam Ra Gita, Pranaya Gita und Venu Gita. Jemand mit ausreichenden Samskaras, Eindrücken im Herzen, aus vergangenen Geburten, in denen man schon solche Gemeinschaft hatte, wird in der Lage sein, diese heilige Sehnsucht zu entwickeln. Er kann die Stimmungen der Gopis, Gopi Bhav, durch das Lesen der Schriften verstehen lernen, doch er wird sich nicht allein auf shastrische Logik verlassen wollen, um sich darüber zu vergewissern. Für so eine Person wird diese Abhandlung wie der Mondstrahl sein, der den Pfad der Raganuga Bhakti erhellt. Der Autor erklärt zu Beginn, dass es zwei Arten von Shraddha oder Vertrauen gibt: Vaidhi und Raganuga, die wiederum in zwei Arten von Bhakti führen, und zwar Vaidhi Bhakti und Raganuga Bhakti. Beide Arten von Shraddha werden durch die Gemeinschaft qualifizierter Vaishnavas erlangt. Vaidhi Bhakti wird durch Angst motiviert. Sie entsteht durch die Anweisungen der Shastras, die jedermann unterweisen, Bhakti zu Krishna zu praktizieren, welches das einzige Mittel ist, der Degradierung zu entgehen. Man mag sich in Vaidhi Bhakti aus Angst beschäftigen, oder man kann von den Anweisungen der Shastras aus Vernunftgründen, Yukti, heraus überzeugt sein. Zum Beispiel haben die Schriften angewiesen: Das höchste Dharma, spirituelle Berufung der Menschheit, ist die Erlangung von liebendem, hingebungsvollen Dienst zum höchsten Herrn. Solcher hingebungsvoller Dienst, der unmotiviert und ununterbrochen dargebracht wird, stellt das Selbst vollkommen zufrieden. Srimad Bhagavatam 1.2.6. Wenn Sie solche Unterweisungen hören, beginnen viele Menschen, Vaidhi Bhakti zu praktizieren. Auf der anderen Seite gibt es eine Bhakti, die einfach auf der reinen, heiligen Sehnsucht, den Gopis von Vrindavan zu folgen, basiert. Sie wird Raganuga Bhakti genannt. Solches Herzensverlangen kommt durch das Hören der Spiele von Sri Krishna und den Gopis, wie es im Srimad Bhagavatam beschrieben wird, und es wird durch das Lesen der Bücher der Goswamis, aber ganz besonders durch die Gemeinschaft mit einem Raganuga Bhakta erweckt. Ohne die Gemeinschaft mit Raganuga Bhaktas können die Spiele von Krishna und den Gopis nicht richtig verstanden werden. Was sind die Eigenschaften dieser heiligen Begierde? Woher können wir wissen, ob unsere Sehnsucht echt ist oder nicht? Wenn ein Sadaka, ein spirituell Übender, von einem Rasik Raganuga Vaishnava über die süßen Spiele Krishnas hört, besonders über seine Spiele mit den Gopis, entweder aus dem Srimad Bhagavatam, dem Krishna Karnamrita, dem Ujjvala Nilamani und dem Radha Rasa Sudhaniti oder ähnlichen Schriften, wird seine Chitta-Vritti, Herz, sehr sehnsüchtig danach, diese Stimmungen von Krishnas persönlichen Gefährten zu erfahren. Zu diesem Zeitpunkt absorbiert er sich in Sri Krishnas Gestalt, seine Eigenschaften und seine Spiele.
Kennt ihr die Bedeutung von Chitta Vritti? Tamal Krishna Maharaj. Spirituelle, innere, wie heißt das Wort? Innere? Srila Gurudev. Ja, ich möchte das Wort. Tamal Krishna Maharaj. Bewusstsein, inneres Bewusstsein. Srila Gurudev. In diesem Zusammenhang bezieht sich Chitta Vritti auf den Geist oder das Herz. Wenn unsere Chitta Vritti sich innigst und intensiv wünscht, so wie einer von Krishnas ewigen Gefährten zu fühlen, die gleiche Stimmung wie sie zu haben, dann ist dieser Herzenszustand unser wahres oder natürliches Sein. Im Gegensatz zu dem unnatürlich angenommenen weltlichen Chitta Vritti, die materielle Vertiefung. Auf dieser Stufe wird der Geweihte nicht an der Untersuchung schastrischer Anweisungen interessiert sein. Er wird sich nur für die Stimmung seiner Ashraya Gopi interessieren. Die Gopi, für deren Stimmung er eine heilige Begierde entwickelt hat. Versteht ihr das? Kannst du die Bedeutung von Loba erklären? Tamal Krishna Maharaj. Wenn eine Person die Beschreibungen aus dem Srimad Bhagavatam über Radha und Krishna hört und dann über die Gefühle der Gopis für Krishna nachdenkt. Srila Gurudeva. Kannst du sagen, was er möchte? Tamal Krishna Maharaj. Er wünscht sich sehr, die gleichen Gefühle zu haben wie sie. Srila Gurudev. Ja, doch eine Sache hast du ausgelassen. Diejenigen, die Loba besitzen, sind nicht durch die Anweisungen der Shastras gebunden. Solche Anweisungen bleiben unberührt. Tamal Krishna Maharaj. Regeln und Regulierungen sind da keine? Srila Gurudev. Die Regeln und Regulierungen der Shastras sind hier absolut nicht nötig. Tamal Krishna Maharaj. Ansonsten ist es Vaidhi. Srila Gurudev. Stell dir zum Beispiel vor, jemand sieht einen Rasgulla oder Rabadi, in Klammer indisches Süßspeise. Ob diese Person das Geld hat, diese Süßigkeit zu kaufen oder nicht, er wird sofort gierig auf sie und denkt: Oh, sie sind so köstlich. Ähnlich wird jemand fühlen, unabhängig davon, auf welcher Stufe er sich befinden mag, der aufrichtig darüber nachsinnt: Oh, die Stimmungen der Gopis sind so köstlich und so wunderschön. Ich möchte sie irgendwie erlangen. Solche heilige Sehnsucht kennt keine Einschränkungen und betrachtet keine schastrischen Verbote. Wenn wir uns selbst bewerten und denken, wir wären nicht qualifiziert und was wir wünschen wäre zu hoch für uns, ist das ein Zeichen dafür, dass wir keine heilige Begierde besitzen. Versteht ihr das? Tamal Krishna Maharaj, bitte erkläre es. Srila Gurudev. Wenn ich mir einen Rasgulla wünsche, doch denke, ich besitze kein Geld dafür, einen zu kaufen, also kann ich ihn nicht haben. Bedeutet das, dass ich keine wirkliche Begierde dafür habe? Eine Person, die wirklich gierig ist, denkt, irgendwie, auf die eine oder andere Weise, muss ich ihn bekommen. By hook or by crook. Tamal Krishna Maharaj. Betteln, borgen oder stehlen. Srila Gurudev. So jemand denkt nicht über seine Qualifikation oder Disqualifikation nach, ob er geeignet wäre, diese Bhakti zu haben oder nicht. Er denkt einfach, ich muss sie haben. Das ist echte heilige Begierde. Versteht ihr? Sein inneren Wünschens muss von der Gestalt, den Eigenschaften und den Spielen Krishnas überwältigt sein. Dann kann man ihn als wahrhaft spirituell Begierenden bezeichnen. Ein Sadaka, der solche Sehnsucht besitzt, überlegt: Ich habe von den Rassiker Vaishnavas gehört,
wie Lalita, Vishakha, Chitra und Rupa Manjari oder wie andere Gefährten Krishna dienen und ich möchte so, wie sie dienen. Er hört dann nicht auf und beurteilt sich nicht selbst, wie unqualifiziert er ist. Diese Samajatya Bhav oder andere ähnliche Stimmungen, die er sich erhofft zu erlangen. Und er wartet nicht auf logische Argumente, die ihn dafür überzeugen könnten. Tamal Krishna Maharaj. Argumente bedeuten, vernunftorientiert zu sein. Srila Gurudev. Heilige Begierde hängt nicht von Vernunft ab. Wenn Vernunft erforderlich ist, ist es keine heilige Begierde. Als nächstes betrachten wir Folgendes. Wenn jemand heilige Begierde entwickelt hat, wie kann er das Ersehnte erreichen? Es geschieht durch die Gemeinschaft von Rassiger Raganuga Vaishnavas. Siehe Anhang 3. In dieser Gemeinschaft liest man Bücher wie Ujjwala Nilamani, Bhakti Rasamrita Sindhu, Vraj Riti Chintamani, Krishna Kanamrita, Radha Rasa Sutaniti, Srila Jayadev Goswamis Gita Govinda, die Bücher von Sri Kavi Karnapurna und all unseren Goswamis und besonders Raga Vartma Chandrika. Man wird diese Bücher lesen und überlegen, wie nur kann ich irgendwie und unbedingt diese Stimmungen erlangen, auf die eine oder andere Art. Das sollte die Frage sein. All unsere Acharyas, wie auch Srila Vishwanath Chakravarti Thakur und Srila Bhaktivinoda Thakur, haben für uns ganz praktisch niedergeschrieben und festgehalten, wie sie es selbst erreicht haben und wie die Sadhan Siddha Gopis es erlangt haben. Siehe Anhang 4. Ihre Schriften sind authentische Shastra. Es ist unerlässlich, ihre Methode in solchen Schriften zu erforschen und dem darin beschriebenen Vorgang zu folgen. Ohne diese Shastras und den Richtlinien, die Srila Rupa Goswami vorgibt, zu folgen, wird man ein Sahajya, siehe Anhang 5, oder ein Atheist. Eine Person mit heiliger Begierde wird seine Disqualifikation nicht betrachten. Das ist der Hauptpunkt. Und doch wird er sehr fleißig aus diesen Büchern Hilfe annehmen. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ist nicht persönlich anwesend, aber er ist durch seine Bücher gegenwärtig. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese heilige Begierde nicht allein durch persönliche Bemühungen kommt. Sie kommt nur durch die göttliche Gnade Krishnas selbst und durch die Gnade eines Raganuga Bhakta. Ohne ihre Gnade kann niemand sie erreichen. Bhakta Kripa, die Gnade der Vaishnavas, erscheint auf zwei Arten. Praktana aus vergangenen Leben und Adunika aus diesem Leben. Praktana bezieht sich auf die Gnade, die aus jemandes Bhakti-Praxis vergangener Leben als auch aus dem gegenwärtigen Leben stammt. Wenn jemand Samskaras, Eindrücke im Herzen, aus seinen in vergangenen Leben ausgeführten hingebungsvollen Handlungen besitzt, wird er sehr einfach und schnell Fortschritte auf dem Bhakti-Pfad machen. Vielleicht wird er nicht einmal mehr Diksha nehmen, wie wir im Falle einiger unserer Goswamis sehen können. Oder wenn er Diksha nimmt, schreitet er rapide fort. Srila Haridas Thakur, Sri Swarup Damodar und Sri Rai Ramananda haben uns nicht von ihrer Guru Parampara berichtet. Sie hatten die Gemeinschaft von Sri Chaitanya Mahaprabhu und erreichten so ihr ersehntes Ziel. Das ist ein Beispiel von Gnade aufgrund von Purva Samskara, Eindrücken vergangener Leben.
Diese transzendentalen Persönlichkeiten sind ewige Gefährten Sri Chaitanya Mahaprabhus und keine konditionierten, gebundenen Seelen. Daher sind sie nicht von vergangenen Samskaras abhängig. Dennoch geben sie uns ein Beispiel, wenn sie in dieser Welt erscheinen. Habt ihr verstanden? Ich werde nachfragen. Tamal Krishna Maharaj. Ja gut, Srila Gurudev. Kennst du die Bedeutung von Samskara? Tamal Krishna Maharaj. Angesammelte fromme Handlungen, Reinigungsprozesse und reformative Vorgänge. Srila Gurudev. Ich werde die Thematik der Samskaras erläutern. Versuche, die Bedeutung zu verstehen. Wenn jemand keine Samskaras aus vergangenen Leben mitbringt, doch irgendwie durch die grundlose Gnade eines qualifizierten Guru oder Vaishnava heilige Begierde entwickelt hat, nennt sich das Adunika Kripa. So eine Person bekam Diksha-Einweihung von einem Raganuga Vaishnava Guru. Oder falls er Diksha bekam, bevor er diese heilige Begierde entwickelte, suchte und akzeptierte er dann einen Vaishnava Shiksha Guru. Er dient beiden, seinem Shiksha und seinem Diksha Guru, mit gleicher Hingabe. In manchen Fällen kann es so sein, dass er dem Shiksha Guru noch enger dient als seinem Anusthana Diksha Guru, dem Guru, der die Einweihungsmantras gemäß dem Pancha Ratrika Vidhi gibt. Wie es Sri Shyamananda Prabhu, Srila Raghunath Das Goswami und Srila Krishna Das Kaviraj Goswami taten. Srila Raghunath Das Goswami erhielt seine Diksha-Einweihung von Yadunandana Acharya und später gab Sri Chaitanya Mahaprabhu ihn in die Obhut von Sri Swarup Damodar. Als Raghunath Das später nach Vrindavan ging, bekam er die Gemeinschaft von Srila Sanatan Goswami und besonders von Srila Rupa Goswami. Schlussendlich betete er zu Srila Rupa Goswami für die Erfüllung all seiner Wünsche, für den erhofften Seva, wie er ihn seinem Vilap Kusumanjali offenbarte. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami hat nicht den Namen seines Diksha-Gurus erwähnt. Wahrscheinlich, weil er von ihm nicht seine hingebungsvollen Gedanken bekam. Stattdessen lobpreist er Rupa und Raghunath, denn er erhielt all seine Stimmungen von ihnen. Am Ende eines jeden Kapitels seines Chaitanya Charitamrita betet er: Sri Rupa Raghunathapade Yare Asa, Chaitanya Charitamrita Kahai Krishna Dasa. Zu den Lotusfüßen von Sri Rupa und Raghunath betend und immer ihre Gnade erflehend, erzähle ich Krishna Das den Sri Chaitanya Charitamrita und folge ihren Fußspuren. Warum betet Srila Raghunath Das zu Srila Rupa Goswami? Sri Swarup Damodar ist Lalita Devi und daher höher gestellt als Rupa Goswami, der Rupa Manjari ist. Doch Raghunath Das betet nur zu Rupa Goswami. Warum? Weil er nicht eine Nayika, Geliebte von Krishna, sein möchte, wie Lalita und Vishakha. Tamal Krishna Maharaj. Er möchte in Manjari Bhav sein. Srila Gurudev. Nur in Manjari Bhav. Was ist eine Manjari? Wir haben schön gehört von Tulasi Manjaris oder Lotus- und Mango Manjaris. Viele gute Blumen und Pflanzen haben Manjaris, Knospen. Die Manjari erscheint zuerst. Und dann kommt die Blüte. Die Manjari sitzt immer oberhalb der geöffneten Blüte. Wenn eine Biene kommt und auf die Blüte sitzt,
Um den Honig zu trinken, zittern die Manjaris vor Freude mit. Ähnlich kommt die Krishna-Biene zu Srimati Radhika. Sie blinzelt ihr zu und die beiden begegnen sich in liebevollen Spielen, Prema Vilas. Obwohl die Biene nicht direkt zu der Manjari kommt, erzittert die Manjari mit und fühlt, als wäre die Biene bei ihr. Was immer auch die Blüte in diesen Begegnungen erfährt, manifestiert sich in der Manjari. So muss die Biene auch gar nicht zu ihr kommen. Sie fühlt automatisch alles mit, was die Blüte spürt. Wenn die Biene die Blüte küsst, fühlt die Manjari, die das sieht, in diesem Moment: Die Biene hat mich geküsst. Es ist sogar so, dass die Manjari etwas Besonderes kostet, das sogar die Blüte nicht fühlt. In dem Sinn, dass die Blüte nicht genauso erzittert wie die Manjaris. So erfahren die Dienerinnen Srimati Radhikas eine Wonne in ihrem Dienerinnensein, die selbst Radhika nicht erfährt, und diese Freude nennt sich Bhav Ulas Rati. Siehe Anhang 6. Srila Raghunath Das Goswami wünschte sich, eine Manjari zu sein. Keine Blüte. In anderen Worten, er wollte nie die Sakhi Bhav kosten. Die Stimmung von Srimati Radhikas Freundinnen wie Lalita und Vishakha, die eine direkte Beziehung zu Krishna haben. Hierin liegt die Einzigartigkeit der Manjaris. In unserer Sampradaya möchte niemand eine Sakhi von Sri Radha sein. Sie möchten einfach ihre Kinkari sein. Versteht ihr meine Worte ganz? Kennt ihr die Bedeutung des Wortes Kinkari? Tamal Krishna Maharaj: Dienerin. Sripad Madhava Maharaj: Dienstmagd. Srila Gurudev: Es gibt kein englisches Adäquat für das Wort Kinkari. Es ist so ein wunderschönes Sanskritwort und weist auf etwas sehr Sanftes, Weiches und sehr Süßes hin. Wir können diese Themen nicht einfach durch Buchwissen lernen. Kein Buch wird uns diese Wahrheiten so klar und nahe bringen wie dieser Austausch in unseren Diskussionen. Indem ihr hier mit mir darüber sprecht, werdet ihr mehr erfahren, als es durch das Lesen eines Buches je möglich wäre. Sripad Madhava Maharaj: Diese Wahrheiten werden nur durch Verwirklichung offenbart. Srila Gurudev: Ich sage nicht, dass ich irgendwelche Verwirklichungen habe, aber ich habe die Barmherzigkeit Gottes und die Gnade meines Gurudevas. In den ersten Versen des Vilap Kusumanjali beschreibt Srila Raghunath Das Goswami, wie er sieht, dass Sri Rupa Manjari ein Mal auf ihrer Lippe trägt, obwohl ihr Ehemann nicht zu Hause ist. Wie geschah das? Krishna hat nicht Sri Rupa Manjari geküsst. Er küsste Srimati Radhika. Und Radhika hatte dieses Mal auf ihren Lippen und deshalb hat es sich sofort auf den Lippen von Rupa Manjari manifestiert. Tamal Krishna Maharaj: Ich hatte dich in Bombay danach gefragt. Srila Gurudev: Die Zeichen auf dem Gesicht und dem Körper Srimati Radhikas kommen nicht zu Lalita und Vishakha, aber alle Manjaris bekommen sie. Wir sind Nachfolger von Rupa Goswami, der Rupa Manjari ist. Ich denke, an diese Unterweisungen werdet ihr euch euer ganzes Leben lang erinnern und sie nie mehr vergessen. Eine Person hat vielleicht Anusthaniki, die formelle Diksha-Einweihung, bekommen und dachte dabei: So viele andere haben Diksha bekommen, ich sollte das auch tun. Er hat die heilige Schnur, die Kantimala, die Tulasi-Kette und sofort während der Agnihotra-Feuerzeremonie bekommen.
aber er hat nicht die Einweisungen in die innere Bedeutung von Diksha bekommen. Erst der Zugang zu den inneren Stimmungen von Diksha ist es, die eine echte Diksha-Einweihung ausmachen. Diksha wird allmählich entwickelt, nicht in einem Augenblick. Der Prozess einer Diksha-Einweihung zieht sich über einen längeren Zeitraum hin. Wenn jemand den Bonus von Eindrücken aus vergangenen Leben, Samskaras, in sich trägt, wird er schnell Diksha annehmen und der Prozess wird sich beschleunigt entwickeln. Doch ohne vorausgegangene Samskaras ist der Prozess langsam. Tamal Krishna Maharaj. Es sei denn, man bekommt die Gemeinschaft von Raganuga Vaishnavas. Srila Gurudev. Der Schüler muss auch qualifiziert sein. Wenn der Schüler nicht ausreichend Samskaras hat und noch nicht die heilige Begierde Loba entwickelt hat, wird er nicht in der Lage sein, diese Wahrheiten von seinem Diksha-Guru richtig zu empfangen. Der Guru mag sehr qualifiziert sein, aber nicht genügend Zeit haben, ihn in diesen Bereichen zu unterrichten. Später dann, wenn der Schüler Loba entwickelt hat, wird er seinen Gurudeva nicht wechseln, aber er wird einen Shiksha-Guru annehmen. Manchmal ist es so, dass ein Schüler seinen Shiksha-Guru mehr Präsenz gibt oder beiden Gurus gleich viel, je nach ihrer Qualifikation. Wenn der Diksha-Guru gegenwärtig ist, wird der Schüler all diese Dinge von ihm bekommen. Oder sein Gurudeva wird ihn voller Freude zu jemand anderem, einer noch qualifizierteren Person, schicken, um von ihm zu hören, wie es im Fall von Shyamananda Prabhu, Narottam Das Thakur und Sri Srinivas Acharya war. Wie ich schon vorher erwähnte, hat eine Person heilige Begierde aufgrund der Samskaras aus vergangenen Geburten oder aus dem jetzigen Leben entwickelt und wird dann beginnen, die Shastras durch Lesen oder Hören zu durchforschen. Besonders die Schriften von Srila Rupa Goswami und seinen Nachfolgern, den Rupanuga Vaishnavas. Was bedeutet eigentlich Rupanuga? Srila Rupa Goswami hat in seinen Büchern die verschiedenen Rasas in Tathastha Bhav erklärt. Wisst ihr, was Tathastha Bhav heißt? Tamal Krishna Maharaj. Marginal. Shripad Madhav Maharaj. Neutral. Srila Gurudev. Er hat von einer neutralen Position heraus über alle Rasas geschrieben. Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya und Madhurya. Wenn jemand für eine dieser Stimmungen heilige Begierde hat, wird diese Person ein Raganuga Bhakta sein. Doch nicht unbedingt auch Rupanuga. Was ist Rupanuga? Jemand mag sogar Sri Ujjwala Nilamani befolgen und Raganuga sein, aber nicht Rupanuga. Erst dann, wenn jemand die Art, in welcher Srila Rupa Goswami Sri Sri Radha Krishna innerlich als Srila Rupa Manjari dient, spezifisch nachfolgt und tief über die Eigenschaften und die Bhav meditiert, die Rupa Manjari besitzt, wenn sie ihnen dient, wird er Rupanuga Vaishnava genannt. Shripad Madhav Maharaj. Alle Rupanuga Bhaktas sind Raganuga, doch nicht alle Raganugas sind Rupanugas. Der Sadaka wird die Shastras daraufhin durchsuchen, um Wege zu diesen Stimmungen zu finden. Er wird von einem Rupanuga Vaishnava hören, der ihm rät, das Srimad Bhagavatam zu lesen, Ujjwala Nilamani, Krishna Karnamrita, Radha Rasa Sutaniti, Jayadev Goswamis Gita Govinda und die Bücher von Chandidas,
Vidyapati und andere ähnliche Schriften. Der Rupanuga Vaishnava wird Ihnen auch instruieren, nur nach der Bhav zu forschen, für die er eine innere Sehnsucht hat. Er wird von allen Rasas wissen, doch er wird nur in der einen Stimmung dienen wollen, die seiner Stai Bhav, seiner permanenten wesenseigenen Beziehung mit Sri Sri Radha Krishna entspricht. Jemandes Stai Bhav wird sich erst manifestieren, wenn Prema erreicht ist. Doch die heilige Begierde für dieses Stai Bhav erwacht schon vorher. Die echte reine heilige Begierde, die sich nicht in diesem oder in einem zukünftigen Leben wandelt, nennt sich Gada Samskara, siehe Anhang 7. Wenn man wahre heilige Begierde hat, so wie Srila Rupa Goswami, wird dieses sehnsüchtige Gefühl für eine bestimmte Stai Bhav sich niemals in irgendeinem Leben verändern. Sanaka, Sananda, Sanatana und Sanat Kumara haben ihre Stai Bhav im Shantaras. Dennoch können sie das gesamte Srimad Bhagavatam nacherzählen. Tamal Krishna Maharaj: Wie kann das sein? Ich erinnere mich daran, dir diese Frage schon einmal gestellt zu haben. Srila Gurudev: Sie können es aus einer neutralen Position heraus tun. Sie wissen alles über die verschiedenen Rasas, aber haben keine direkte Erfahrung von den höheren Rasas. Tamal Krishna Maharaj: Wie ist es mit Shukadev Goswami? Srila Gurudev: Shukadev Goswami hat eine direkte Erfahrung, denn er ist der Sukha, der Papagei von Srimati Radhika. Er besitzt daher eine Stai Bhav aus Vrindavan. Tamal Krishna Maharaj: Du hast gerade etwas sehr Wichtiges über Shukadev Goswami gesagt. Srila Gurudev: Als Srimati Radharanis Papagei sitzt er auf den Zweigen der Tamala oder Kadamba Bäume. Er sieht sehr vertrauliche Spiele von Radha und Krishna und er freut sich sehr an ihnen. Dennoch kann er nicht dienen, so wie Rupa Manjari es tut. Tamal Krishna Maharaj: Er sieht alles. Welche Art von Stai Bhav hat er denn dann? Srila Gurudev: In den Shastras heißt es, dass er in Shanta Bhav situiert ist. Tamal Krishna Maharaj: Weil er neutral ist? Srila Gurudev: Aber er ist in Braj und dort gibt es keinen Shantaras. Wir werden abwägen müssen, welche Rasa er tatsächlich hat. Wenn Sri Sri Radha und Krishna morgens schlafen, spricht Sukha, der Name von Sukadev Goswami in der Gestalt als Radhikas Papagei, so viele Dinge, um sie aufzuwecken. Tamal Krishna Maharaj: Das klingt nicht nach Shantabhav. Srila Gurudev: Ja, es ist kein Shantabhav. Tamal Krishna Maharaj: Er muss alles haben. Srila Gurudev: Ja, wir müssen all diese Wahrheiten betrachten. Tamal Krishna Maharaj: Warum heißt es dann, dass er Shantabhav hat? Srila Gurudev: Es ist für die Shanta Rasa Bhaktas. Tamal Krishna Maharaj: Du sagst also, dass es äußerlich so erscheint? Srila Gurudev: Aber... Tamal Krishna Maharaj: Aber es ist nicht wirklich so. Srila Gurudev: Die Kühe von Vrindavan haben Vatsalya Bhav, also kann Sukha sicher nicht im Shantaras sein. Um zu veranschaulichen, wie der Vorgang verläuft, die Früchte der inneren heiligen Sehnsucht, Lobha, zu erlangen, gibt Srila Vishwanath Chakravarti Thakur
das Beispiel eines Mannes, der sehr durstig auf Milch ist. Er sieht die Milch und möchte sie trinken. Und nun überlegt er sich, was zu tun ist, um sie zu bekommen. Er könnte jemanden fragen, der schon Milch trinkt, wie er sie bekommen hat. Nachdem er ihn befragt hat, wird er sich eine Kuh kaufen und schauen, dass sie auch ein Kalb hat. Denn ohne Kalb geben Kühe keine Milch. Dann wird er die Kuh und das Kalb mit nach Hause nehmen und den Euter der Kuh mit Ghee, Butterfett einreiben und das Kalb zum Trinken führen. Nachdem das Kalb Milch getrunken hat, wird der Mann den Euter der Kuh waschen und sie dann melken. Danach wird er die Milch auf das Feuer stellen, um sie abzukochen. Falls er sie süß möchte, wird er Zucker hinzufügen. Und für besonders feines Aroma wird er Rosenwasser oder Kevra, ein Extrakt der Pandanusblüte, mit dem Getränk und Desserts in der indischen Küche verfeinert werden oder Kampfer hinzufügen. In ähnlicher Weise wird ein Sadaka mit aufrichtiger Lober ganz aufmerksam die Shastras studieren, die ihm Eintritt in den Vorgang weisen, den er befolgen muss, um sein inneres Ziel zu erlangen, obwohl er nicht mehr die shastrischen Hinweise braucht, die ihn überzeugen sollen, warum es gut ist, Bhakti zu praktizieren. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt uns, dass eine Person, die wirklich voll innerem Begierigsein, Lober ist, auch alle Vorgänge der Vaidhi-Bhakti befolgen wird. Doch seine Bhakti ist keine Vaidhi-Bhakti, sie ist Raganuga-Bhakti. Er beschäftigt sich in den neuen Vorgängen der Bhakti, im Shravanam, Kirtanam, Vishnusmaranam, Padasevanam und allen anderen. Von Beginn an wird er achtsam Guru Charanan Raya praktizieren, Zuflucht bei den Lotusfüßen von Sri Guru suchen und ihm vertrauensvoll in Vishramba Bhav dienen. Tamal Krishna Maharaj. Was bedeutet Vishramba Bhav? Srila Gurudev. Es bedeutet, alle Ängste aufzugeben. Angst, die durch das Gefühl von Hochachtsamkeit und Respekt ausgelöst wird, ist nicht gegenwärtig. Der Schüler dient seinem Guru wie einem vertrauten Freund, ohne zu denken, ich bin niedrig und er ist sehr hoch. Er fühlt eher, er ist mein und ich bin sein. Es gibt dazu die Analogie eines jungen Sohnes. Er sieht seinen Vater, der oben sitzt, und möchte nicht unten sitzen bleiben. Er springt zu ihm hinauf und setzt sich sofort auf seinen Schoß. Dann tätschelt er seinen Schultern, sein Gesicht, berührt liebevoll seinen Arm oder hält seine Hände und dient ihm mit großer Liebe. Außerdem wird eine Person, die durch dieses heilige Begierigsein qualifiziert ist, mit noch größerer Liebe als diesen Sohn seinem Gurudeva zu dienen, von dem er alle Wahrheiten geschenkt bekam, die er in sich verwirklicht hat, und deren Stimmungen nun in ihm wirken, die sein geworden sind. Diese Art von innigem vertrauten Dienen ist essentiell. Guru Charan Ashraya bedeutet bei einem selbstverwirklichten Guru Zuflucht nehmen und ist der erste Schritt der 64 Aspekte im hingebungsvollen Dienen. Dann, wenn wir dem zweiten Schritt der Unterweisungen folgen, nehmen wir Diksha Einweihung von ihm. Sri Bhakti Rasamrita Sindhu listet 64 Praktiken des hingebungsvollen Dienens, von denen die ersten fünf in Beziehung zum Guru stehen. Auf dem Pfad des regulativen hingebungsvollen Dienens sind diese fünf Schritte zu befolgen. Erstens, einen autorisierten spirituellen Meister annehmen. Zweitens,
Einweihung von ihm annehmen. Drittens, ihm dienen. Viertens, Unterweisungen von ihm erhalten und ihm Fragen über das Lernen von hingebungsvollen Dienst stellen. Fünftens, den Fußspuren der vorangegangenen Acharyas folgen und den Richtlinien des spirituellen Meisters folgen. Der Raganuga-Bhakta folgt den gleichen Prozessen, doch seine Stimmung hat sich im Vergleich zur Vaidhi-Bhakti-Stimmung verändert. Der Vaidhi-Bhakti-Schüler wird unten sitzen und zu seinem Gurudeva mit gefalteten Händen beten. Gurudeva, bitte gib mir einen Auftrag. Welchen Dienst darf ich für dich tun? Dann, wenn der Schüler einen Auftrag bekommen hat, wird er ihn wie ein Diener ausführen. Auf der anderen Seite wird eine Person mit wahrer Loba in der Stimmung dienen, die ich gerade beschrieben habe, ohne Angst und ohne das Gefühl der Unterschiedlichkeit. Er wird spüren, ich bin sein und er ist mein. Alle Bestandteile der Vaidhi Bhakti werden vom Raganuga Vaishnava befolgt. Aber, Tamal Krishna Maharaj, was ist der Unterschied? Srila Gurudev. Nur die Stimmung macht den Unterschied aus. Wenn jemand die Praktiken der Vaidhi ablehnt, wird er nicht in der Lage sein, in Raganuga einzutreten. Seine heilige Sehnsucht wird nachlassen, also muss er folgen. Für jemanden, der tatsächlich heilige Begierde hat und dem Vorgang der Raganuga Bhakti folgen möchte, für ihn, so erklärt das Srimad Bhagavatam, kommt der höchste Herr in beiden Formen zu ihm, als Chetya Guru und als Diksha Guru. In diesem Zusammenhang sollten wir verstehen, dass Sri Guru das Akanda Tattva ist, das vollständige, ungeteilte Prinzip des Guru, eine Manifestation von Nityananda Prabhu und Baladev Prabhu. Denn Gurudeva gibt alles, wofür Nityananda Prabhu und Baladev Prabhu erschienen sind. Und weil all seine Unterweisungen von ihnen kommen, wird er als ihre Manifestation betrachtet. In der Bhagavad Gita 10.10 heißt es: Denjenigen, die liebevollen Bhajan ausüben und sich nach meiner ewigen Gemeinschaft sehnen, gebe ich das transzendentale Wissen, wodurch sie zu mir gelangen können. Wenn sich eine Person Sri Krishna hingibt und wahre heilige Begierde besitzt, wenn sie ein reines Herz besitzt und ausreichend Samskaras, wird der Herr als Chetya Guru ihr alles im Herzen offenbaren. Krishna sagt in der Bhagavad Gita: Ich gebe ihm die Weisheit, wie er meine Bhakti erlangt. Er gibt es nicht öffentlich. Er gibt es ins Herz hinein. Er segnet seine Devotis mit einer Spurti, inneren Vision oder Weisung, und inspiriert sie von innen und manifestiert alle Siddhantas in ihren Herzen. Tamal Krishna Maharaj, du sagst, er diktiert es in das Herz? Srila Gurudev. Ja, er diktiert es ins Herz, gewiss. Manchmal sehen Leute einen Devoti, der keinen Guru hat, und wundern sich. Oh, woher hat er all das Wissen? Hier ist die Antwort. Krishna diktiert alles von innen her, unabhängig, ob jemand es sieht oder nicht. Er manifestiert sich selbst. Ich habe selbst diese Erfahrung gemacht. Ich fühle etwas in mir. Ich habe es vielleicht nicht gelesen oder gehört. Doch manchmal kommen sehr wunderschöne Dinge in mein Herz. Wahrscheinlich habt ihr auch schon diese Erfahrung gemacht. Ganz bestimmt habt ihr solche Erfahrungen. Denn jemand, der seinem Gurudeva dient, wird sicher solche Verwirklichungen bekommen. Selbst wenn Gurudeva nicht sichtbar vor uns gegenwärtig ist, wird er all diese Wahrheiten manifestieren. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur beginnt
indem er uns die drei Schlüsselverse des Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.294 bis 296 erklärt, um zu erkennen, wie der Pfad der Raganuga Bhakti betreten werden kann. Der erste lautet: Krishnam Smaran Janam Chasya Prestam Nija Samitam Tat Tat Kataratas Chaso Kuryat Vasam Vraje Sada. Während man sich an Krishna und seine geliebten Gefährten, denen wir nachfolgen wünschen, erinnert, uns dabei vollständig in die Gespräche über ihre Lilas vertieft ist, sollte man stets in Vraj leben. Wenn das nicht möglich ist, sollte man sich im Geist dort aufhalten. Der zweite Shloka lautet: Seva Sadaka Rupena Siddha Rupena Chatahi Tat Bhava Lipsuna Karya Vraja Lokanusarata. Auf dem Pfad von Raganuga sollte man Krishnas geliebten, vertraulichen Gefährten und ihren Nachfolgern folgen und immer in ihre Dienste vertieft bleiben. Dies sollte im Sadaka Rupa, im gegenwärtigen äußeren materiellen Körper, und ebenso im Siddha Rupa, im inneren spirituell vollkommenen Körper, der für den Seva, den man sich innigst im Herzen zu Sri Krishna wünscht, geeignet ist, geschehen. Man sollte sich brennend diejenige Bhav wünschen, nach der man sehnsuchtsvoll verlangen hat. Also dies spezielle, liebevolle Stimmung der Gefährten von Krishna in Vrindavan. Und der dritte Vers ist: Shravano Takirtan Nadini Vaidi Bhakti Uditani Tu Yani Angani Cha Tani Atra Vijenyani Manispihihi. In Vaidi Bhakti praktiziert man die Vorgänge der Bhakti wie Shravana, Kirtana und so weiter, gemäß der eigenen Qualifikation. Die Gelehrten, die in den Prinzipien der Bhakti shastrisch bewandert sind, empfehlen auch in der Raganuga Bhakti, diesen Praktiken der Bhakti zu folgen. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur kommentiert nun jeden einzelnen Vers nacheinander und diese Thematik ist sehr tief. Lasst uns mit dem ersten Shloka beginnen. Tamal Krishna Maharaj. Wo ist dieser Shloka? In welchem Teil des Bhakti Rasamrita Sindhu befindet er sich? Srila Gurudev. Du findest ihn am Ende des Purva Vibhaga, der östlichen Unterteilung. Krishnam Smaran bedeutet, sich an Krishna zu erinnern. Janam Chasya Prestam Nija Simi Hitam weist auf die Erinnerung an seine Presta, seine geliebten Gefährten hin. Diese Gefährten mögen auch vom Dasya Ras, Sakya Ras oder Vatsalya Ras sein. Doch Srila Vishwanath Chakravarti Thakur beschreibt besonders diejenigen im Madhurya Ras. Jemand, der heiliges Begierigsein entwickelt hat, um die Stimmungen der Gopis zu erlangen, erinnert sich an Krishna, wenn er im Sevakunsch oder Vamsivat ist. Ein betörendes Lächeln schmückt sein Gesicht und er führt eine wunderschöne Flöte an seine Lippen. Seine unruhigen Augen gleichen denen eines rastlosen Rehs und er forscht suchend umher. Als er die Gopis kommen sieht, wird er von Freude überwältigt und verliert in diesem Moment die Kontrolle über seinen Körper und seinen Geist. Er ist Gott persönlich, doch in diesem Augenblick vergisst er alles. Er vergisst, was er tut oder wie er aussieht und steht so wunderschön dort in seiner bezaubernden Tribhanga Lalita Form, dreifach geschwungen.
Tausende von Gopis sind dort gegenwärtig. Doch aus seinem Augenwinkel heraus sucht er nach einer ganz bestimmten, aber sie hält sich zurück. Plötzlich sieht er sie von Weitem kommen. Wer ist diese Gopi? Sie ist Sri Radha. Der Raghunuga Sadaka meditiert über Krishnas Erscheinung zu dieser Zeit. Siehe Anhang 8. Das ist Smaranam, die Erinnerung an Krishna mit allen Details und die Wertschätzung all seiner vielen Tugenden. Im Jaiva Dharma lesen wir über die Eigenschaften von Kishori Krishna, der Krishna in seiner jugendlichen Erscheinung im Sringar Ras, in Klammer Madhurya Ras. Die Eigenschaften von Krishna im Sakya Ras sind nicht die gleichen Eigenschaften, wie wenn er mit den Gopis zusammen ist. Seine Eigenschaften, wenn er mit Nanda und Yashoda ist, unterscheiden sich wiederum davon. Seine Eigenschaften unterscheiden sich in jedem Rasa. Erinnert euch an Krishna mit all den Eigenschaften, die ihn in der Madhurya Bhav schmücken. Erinnert euch an ihn mit den Gopis, wie er versucht, sie im Glücksspiel zu betrügen, und wie aber sie ihn überlisten und seine Flöte stehlen. Erinnert Krishna und seine Priyajana, seine allerliebsten Gefährten. Wie ist das Verhalten? Sind die Eigenschaften und die Natur der Gopis und besonders von Srimati Radharani? Was sind die Tätigkeiten jener besonderen Gopi, deren Nachfolge wir uns mit heiliger Begierde ersehnen? Es ist nicht Radhika, Lalita oder Vishakha, es ist Rupa Manjari. Wir haben ein aufmerksames Interesse, darauf zu achten, was sie tut, denn ihre Stimmung ist es, die wir annehmen möchten. Wenn Srimati Radhika erfreut ist, wird Rupa Manjari so glücklich. Sri Rupa Manjari hat viele Dienste, wie Wasser in einem goldenen Topf zu bringen und manchmal sehr sanft und langsam mit einem Chamara Luft zuzufächern. Tamal Krishna Maharaj. Massieren. Srila Gurudev. Ja, wenn sie sieht, dass Radha und Krishna sehr müde sind, dient sie ihnen dementsprechend. Wir möchten dieser Manjari aufmerksam zuschauen, sehen, was sie tut und wie sie ihre Dienste ausübt. Die Methode, in diese Spiele einzutreten, basiert auf ununterbrochener Erinnerung. Janam Chasya bedeutet, alle Gopis zu erinnern und besonders diese Gopi, der ich folgen möchte. Tamal Krishna Maharaj. Darüber meditieren. Srila Gurudev. Das ist die Methode im Raghunuga Sadhana Bhajan. Tat Tat Kata Ratas Chaso. Bezieht sich auf den Shiksha Guru, den Premi Guru oder Raghunuga Guru, von dem wir hören. Er wird mit uns darüber sprechen, auf welche Weise die Sakis Krishna dienen und besonders darüber, wie Rupa Manjari dient und unser Guru in seiner Form als Saki. Man sollte über ihre Spiele mit Krishna sprechen, so wie ich manchmal mit euch darüber spreche. So ein Devotee lebt immer in Vrindavan. Wenn er nicht die Möglichkeit hat, physisch dort zu leben, wird er gewiss im Bewusstsein da sein. Ohne in Vrindavan zu leben, kann man diese Art der Liebe nicht erlangen. Diese drei Praktiken sind also essentiell. Krishna Smarana, sich an Krishna mit seinen liebsten Gefährten erinnern, Tat Tat Kata Ratas Chaso, sich kontinuierlich über ihre Spiele unterhalten, und Kuriyat Vasam Vraje Sada,
immer in Vrindavan an solchen Orten wie Sevakunj, Sanket und Javad zu leben, zumindest im Bewusstsein. Und wenn ihr die Qualifikation darüber habt, geht mittags zum Radhakund, verbringt den Tag mit Radhika und der Gopi, die ihr innerlich voller Überzeugung folgt. Das ist alles für heute. Vielleicht kann ich die nächsten zwei Verse in den kommenden 3 Tagen zu Ende erklären. Tamal Krishna Maharaj. Du wirst noch 3 Tage darüber sprechen. Srila Gurudev. Wenn ich in den nächsten Tagen weiter die Erklärungen erläutere, werdet ihr etwas verstehen. Wenn ich zu schnell durch die Themen gehe, werden diese Diskussionen nicht so nützlich für euch sein. In Klammer, eine Frage wird in Bengali gestellt. Srila Gurudev. Ihre Frage lautet: Wenn jemand in seinem Geist in Vrindavan leben möchte, wird dann der Körper nicht auch dorthin kommen? Die Antwort darauf ist, dass der Körper automatisch dem Geist folgen wird und nach Vrindavan gehen wird, wenn das sein einziger Wunsch ist. Ansonsten, wenn diese Art von Person nicht sehr qualifiziert ist, wird er sich in andere Pflichten vertiefen und denken, diese andere Pflicht muss noch erfüllt werden, jene Arbeit muss noch erledigt werden. Und außerdem hat der Ort, an dem ich lebe, so viele gute Lebensumstände für mich. Aus dieser inneren Abgelenktheit heraus denkt so jemand über das Leben in Vrindavan nach, doch nur mit geringem Nutzen. Diejenigen, die wie Srila Raghunath Das Goswami sind, denken so: Wenn ich nicht in meinem Haus bin, mag jemand kommen und es anzünden. Und was geschieht mit meinen Eltern, Kindern und der Frau, wenn ich nach Vrindavan gehe? Ich weiß nicht, wie sie ihr Leben leben werden, ob sie Schwierigkeiten haben oder es ihnen gut geht. Es ist nicht länger in meiner Verantwortung. Ich habe es in Gottes Hände gelegt. Andererseits mag ein Schüler auf der Anfängerstufe sagen: Oh, mein Gurudev sagte mir, dass ich predigen soll. Das muss ich tun. Es ist meine Pflicht, also muss ich nicht über Vrindavan meditieren. Wenn unser heiliges Begierigsein voll erblüht ist, vergessen wir alles andere. Auf dieser Stufe ist keine andere Verpflichtung mehr im Weg. So ein reiner Gottgeweihter wird von der ganzen Welt als Guru gesehen werden. Zum Beispiel folgen wir auch schon jetzt Rupa Goswami und Raghunath Das Goswami als unseren Gurus. Was predigen wir? Nur ihre Worte und die Worte unseres Gurudevas. Wenn andere sehen, dass die Worte von Tamal Krishna Maharaj und Giriraj Maharaj wirklich die Worte von Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj sind, wenn sie spüren, dass eure Worte in der Nachfolge und im Einklang mit Guru und Guru Parampara sind, werden sie all eure Unterweisungen annehmen. Zu dieser Zeit wird es kein Problem sein, zu predigen oder irgendeinen anderen Seva zu tun. Das wird wahres Predigen sein. Jedoch weiß ich nicht, wie viele Leben ihr brauchen werdet, bis ihr auf dieser Stufe seid. Eines Tages werdet ihr euer jetziges Predigen sein lassen und qualifiziert werden, nach Goloka Vrindavan zu gehen. Und dann könnt ihr von dort, genau wie Srila Rupa Goswami, der mit Chaitanya Mahaprabhu in diese Welt kam, auch wieder zurückkehren und mit eurem spirituellen Meister predigen.